Servus Leute, ist wieder Davok, Meister die Karten. Wir spielen heute wieder Corsa mit einem neuen Budget Deck. Diesmal ist es in der grünen Farbe, in-game heißt das Spirit. Wir nutzen den Leader Dano, die Sumkala Master. Und bei dem Deck geht es darum, möglichst viele Minions, extra Spielzüge und diese schwachen Minions dann eher zu buffen und sich zu heilen, um möglichst lange mit dem, was man hat, auszukommen. Es ist ein bisschen vage, das Deck, schwierig irgendwie zu definieren, aber wer es ausprobieren will, den Code zum Nachkopieren des Decks hau ich unten in die Kommentare. Und wir spielen jetzt mal eine Runde und schauen uns das mal im Detail an. Let's go! So, wir spielen Dano, Sumkala Master und unser Gegner ist Bara Voices, den wir im letzten Part schon selbst gespielt hatten. Mal schauen, wie wir uns gegen ihn schlagen werden. Wir jetzt mit dem Spirit Deck, dem grünen, wie ich es schon angekündigt hatte. Das ist gar keine so gute Hand. Die hier behalte ich schon. Die ist ziemlich nice. Und das ist doch schon viel besser für Zug 1. So, wir haben den ersten Zug. Und wir hauen jetzt eine Karte weg. Und zwar hier das Horse. Und spielen. When you play a support, invoke Azuria. At the end of your turn, gather one. Ich würde sagen, hauen wir einfach beide raus. So, wir beenden unseren Zug und Le Gegner ist dran. Bara Voice of the Kiltari mit dem blauen Deck. Schauen wir uns mal an, was er macht. Er nutzt sein extra Token, um hier Zug 2 schon zu bekommen. Und er spielt ein 1-2 Sneaky und lässt mich eine meiner stärksten Karten im Deck abwerfen schon. Das ist schade. Ich hoffe, die kriege ich gleich wieder. So, ansonsten spielt er Pacify. Das heißt, meine Einheiten können diese Runde nicht angreifen. Sonst hätte ich hier schon mal traden können. Hier kriege ich noch einen. Whenever you play a support. Hier hatten wir schon eine Support-Karte. Das werden wir machen. Ich werde jetzt die hier weghauen. Und gucken erstmal, was ich hier mir gönnen könnte. When you play an event game plus one attack. Und hier summon add a journey to the unknown to your hand. 2-2 oder 1-2 hätten wir denn nicht. Wir haben gerade kein Event, also ist es für mich eigentlich klar, welche ich hier spiele. Die rechte 2-2 für 2 mit einer Journey-Karte, die wir bekommen. Draw card. Expand one and gain plus one turn. Da können wir refreshen, die heben wir uns noch auf. Wir spielen hier noch den Vogel und spielen jetzt eine Supportkarte, um hier den zweimal zu triggern. Und zwar auf ein Monster, ist egal, zweimal das gleiche. Und when you play a support, invoke in Azuria. Okay, so. Und dann beenden wir unseren Zug. Kriegen eine Karte noch zurück. Durch unseren Follower. Each leader expands one. Okay. Also, der Gegner hat ein spezielles Deck, wo er dafür sorgt, dass wir möglichst viele Karten abwerfen müssen. Also anders wie was wir gespielt haben, als wir Bara gespielt haben. Mal schauen, wie wir uns hier schlagen werden. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, den dann zu spielen. Weil, lass mal hier gucken. When you dedicate another card, gather one and draw two cards. Wir tun hier den Journey weg. Und spielen hier die für 3. Und traden jetzt hier das Board clear. Wollen wir noch hier noch was spielen? Nein. Können wir auch gar nicht. Let's go. Wieder eine Karte zurück ins Deck, bitte.
So, die ist besonders stark in dem Deck, weil ich nur Charaktere habe, die einen Angriff oder weniger haben. Das heißt, der wird gleich reinkommen mit extra plus 2, was sehr stark ist auf jeden Fall. Das ist eine schöne Kombo. So, der Gegner hat seinen Zug gespielt. Wir tun jetzt hier rein traden, damit wir einen Platz haben, um das nächste zu spielen. Hier ist ein 1-3er, dann triggert hier die Fähigkeit, eine 3-5er. Also eine schwache Karte wird zu einer starken. Nice, nice, nice. Vigilant Sneaky. Habe ich gerade keinen Platz, also würde ich sagen, spielen wir ein Forest Idol. Opfern auch noch eins. Haben jetzt auch hier den 4er noch. Give one health to your allies and gain one attack. One play for your turn. Wir haben volles Board. Summon bringt hier nichts, aber Meditation. Alle plus ein Leben. Das sieht doch mal sehr gut aus. Dann spielen wir noch First Idol. Gather one und Tor 2, wenn wir das nächste Mal dedicaten. So, dann würde ich sagen, der Rest direkt ins Face, bitte. Und soweit, so gut, wir sind ready. Also wenige schwache Karten, die dann buffen und mit denen dann möglichst lange überleben und die heilen und so weiter. Das ist die Deckidee. Und der Gegner hat hier so einen verschiedenen Mischmasch aus Karten abwerfen und Sneaky. Sollten wir uns gut schlagen dagegen. Your opponent extends 2, also 2 wieder abwerfen. Wieder 2 gute Karten, die ich gerade nicht spielen kann, das ist schade. Und wir sind dran. Enemy characters with attack 3 until end of turn. Ich brauche die nicht pacifieren, ich werde da wahrscheinlich reintraden. Das heißt, die kann weg. Deal through damage to any character. Ich würde sagen, das spielen wir ja auch. Und tun 3 Damage auf den Taunter. Und den Vogel hier da rein traden. Ich weiß, ich könnte den rein traden, aber ich will hier noch den zweiten Mann reinspielen. Damit wir möglichst viele Karten zurückbekommen pro Zug. Plus den hier noch buffen, weil wir den hier natürlich draußen haben. So, wir haben keine Plays mehr. Ich könnte noch opfern. Nein, ich habe schon geopfert. Ich habe schon dedicated und dann greifen wir an. Und beenden hier. Ich habe auch gemerkt, ich habe ganz am Anfang dedicated, also hier reingeopfert, um die Zahl zu hören und dann erst die Karte gespielt. Andersrum wäre das besser gewesen. Das merke ich gerade, aber mit dem Deck habe ich noch nicht so viel Spielerfahrung. Ja. Also, wir holen unsere Karten wieder zurück, also countern die Stärke des gegnerischen Decks und ansonsten wenige schwache Monster, die wir immer wieder buffen und möglichst lange am Leben halten, bis das Board natürlich voll ist. So, es ist wieder unser Zug. Heal 3 and gain plus 1 play for the turn. Sneaky, wir spielen ja wahrscheinlich die Eule, ganz bestimmt sogar. Mal gucken, was mein Zug 6 wäre. Könnten wir sammeln. Oder die Pure Sun. At the end of your turn, you heal 2. You have plus 1 turn. One play. Die Pure Sun heben wir uns noch auf. Brauchen wir gerade nicht. Ich spiele hier die Eule. Gibt hier wieder plus 2, plus 2. Das lohnt. Aber sowas von. Noch ein Taunter bitte. Wir spielen hier noch die Ritualmaske. Und noch den Javelin heben wir uns auf. Brauchen wir noch nicht unbedingt. Wir müssen jetzt hier irgendwie durch. Und traden hier, um da durchzukommen. So, ich könnte jetzt noch hier 3, dann wäre bei 4, aber das lassen wir mal und beenden hier. Haben wir noch was anderes, um zu finishen? Nein. You heal 3 and gain plus 1 play per turn. Wenn ich hier 3 mache und hier noch 5, dann... Ne, ich kann diese Runde ihn nicht finishen. Okay.
opponent's turn. Wir haben Board Control. Der Gegner kann nichts gegen uns momentan machen. Unsere Stärke des Deckes im vollen Umfang. Gerade draußen. Und wir können jetzt hier ihn einfach finishen. 3, 6, 9, 10 Schaden. Plus den Javelin. Dann können wir hier easy finishen. Können wir hier auch nochmal Hold the Tooth euch kurz zeigen, wenn man das spielt. Dann können die nicht angreifen. Das spielt ihr möglichst im Early Game, um eure schwachen Monster, die vielleicht am Anfang noch 1-3 sind oder so, zu schützen, damit ihr sie erstmal buffen können später. When you play a character, gain plus 1 health. Also eure Support-Karten spielen, damit wenn Monster wiederkommen, ihr die möglichst gut buffen könnt. Also spielt die Support-Karten, nutzt die Stärken, die ihr habt. Und wichtig ist, dass eure Monster am Leben bleiben, damit ihr sie heilen könnt, damit ihr sie buffen könnt. Also nicht zum falschen Zeitpunkt spielen. Sorgt dafür. Ah, ich kann hier sogar gar nicht direkt angreifen, merke ich gerade. To any character. Das wusste ich nicht. So, schauen wir mal. Da haben wir ja noch einen Zug. Nice. Kann man hier irgendwas? Nope. Wollen wir den noch heilen? Trauma habe ich nicht. Nee. Wir opfern noch eine. Oder habe ich schon geopfert? Nee, noch nicht. Dedicaten hier noch. Um hier nochmal zu ziehen. Und um dann Sechser zu spielen. Obtain. Wir holen uns die Sun. Oh, habe ich es gerade falsch gemacht. Pure Sun. Ja, ist eine Supportkarte und ich habe gerade keinen Support-Slot. Also macht nicht den Fehler wie ich gerade. Achtet darauf, dass ihr immer einen freien Slot habt, wenn ihr eine neue Supportkarte spielen wollt. Ich habe jetzt hier gerade meine sehr starke Pure Sun einfach ins Nirvana geschickt, weil ich keinen Slot hatte. Naja, passiert. Kleine Flüchtigkeitsfehler, lernt da draus. Ich habe noch nie mit so vielen Supportkarten gleichzeitig gespielt, aber das ist halt das, was das Deck auch ausmacht, gewissermaßen. Und ansonsten finished. Hier also eins clear machen, damit ihr das nächste spielen könnt. So ist wichtig. Und yeah, let's go. Mein Tipp noch, habt nicht vier Stück mit diesem Unendlichkeit, weil sonst könnt ihr gar nichts mehr spielen. Immer einen variablen Slot haben, wo ihr dann heilen könnt. Und immer einen Platz frei habt, um dann hier wieder zu spielen. Aber ich kann ja meinen Obscure the Sun kann ich nicht machen. Ich habe es schon entschieden. Das ist natürlich schade. Aber, you know, macht nichts draus. Wir finishen jetzt hier und gewinnen unser Match. Das war das Spirit Deck mit dem Leader Danu Zumkala Master. Ich würde sagen, das ist so ein defensives Control-Deck mit möglichst vielen Support-Karten und Healen und Buffen. Möglichst schwache Einheiten, die dann erst mit der Zeit stärker werden. Es ist ein, ich würde sagen, schweres Deck. Wenn man erstmal dahin gekommen ist, das entsprechend zu buffen und dann die Board-Control zu haben, dann ist eigentlich ein der Sieg sicher. Aber dahin zu kommen ist schwierig, besonders wenn der Gegner erstmal checkt, ah, ihr habt schwache Monster, wenn ihr die früh aus dem Spiel nehmt, dann habt ihr nichts zum Buffen und eure Supportkarten gehen eigentlich ins Leere. Ist nicht ganz einfach, aber hat auf jeden Fall seine Möglichkeit zu gewinnen. Besonders kontert ein paar gute Decks hier, das blaue, was ihr zum Beispiel gesehen habt, mit direkt angreifen, wo ihr euch heilen könnt oder Karten abwerfen, die ihr wieder zurückbringen könnt. Also hat ein gutes Kontermöglichkeiten gegen ein paar Decks, die ihr bereits gesehen habt. Wenn ihr das Deck selber spielen wollt, ich habe den Deckcode unten in die Kommentare gepostet. Einfach kopieren und das Deck selbst craften und damit spielen. Ihr könnt das natürlich auch noch verfeinern nach euren eigenen Bedürfnissen und Karten, die ihr habt, so wie ihr gerne spielen wollt. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr den Like-Button smasht. Subscribe meinen YouTube-Kanal, supportet mich, unterstützt mich, motiviert mich auch weiterhin Videos zu machen. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und dann verbleibe ich damit. Passt auf euch auf, habt einen schönen Tag. Das war euer Davok, meistert die Karten. Bye, bye.